Frag den Paul, das ist die nächste Folge und heute geht es um die größten Fehler beim Immobilieninvestment. Schau dir dieses Video unbedingt bis zum Schluss an. Ja, ich bin hier vor dem Pool unserer Detox-Villa und beantworte wieder mal Fragen heute, und zwar Fragen zum Thema Immobilieninvestment. Und ihr seid ja immer sehr emsig und die Fragen, die ich heute mir rausgesucht habe, da geht es um Fehler. Fehler. Und zwar die erste Frage hier von Fritz. Fritz will wissen, okay, was sind denn die Fehler, die am häufigsten im Moment begangen werden von den meisten Investoren? Gute Frage. Fritz, der häufigste Fehler, wenn ich mir im Dachraum die Investoren anschaue, die kaufen alle zu teuer und nicht Rendite optimiert. Ich habe mich gerade gestern mit jemandem unterhalten, wo es um den Ankauf eines Objekts ging in Deutschland, in der Nähe von Rosenheim, sage ich jetzt mal, mit einem Faktor, der nicht weit von 50 entfernt ist. Ganz ähnliche Situation zwei Tage davor mit einer Kundin aus der Bodensee-Ecke. Also verrückt, ja, 50 Jahre, 48, 49 Jahre zu brauchen, bis eine Immobilie abbezahlt ist mit den Mieterträgen, das ist Schwachsinn pur. Sowas würde ich nicht machen. Und es gibt immer zwei Möglichkeiten, mit Immobilien Geld zu verdienen. Das eine ist Cashflow-orientiert, das andere wertsteigerungsorientiert. Aber trotzdem, beides soll einigermaßen im Rahmen bleiben. Beides soll ungefähr, ja. Also ich kann nur sagen, was ich hier auf Mallorca mache. Wir haben zwischen 12, 14, 16 als Faktor, wo wir die Sachen kaufen. Und wenn ich hier die Villa jetzt, wo ich bin, beispielsweise hernehme, dann haben wir hier einen Faktor, der so, je nachdem, wie du es jetzt genau rechnest, aber irgendwo zwischen 12 und 14 liegt, ja, ob du jetzt Renovierungskosten und solche Sachen mitrechnest oder nicht. Und das ist halt ganz eine andere Liga. Auch das gelingt mir nicht immer. Auch Faktor 16, 17, 18 ist noch okay. Und in Top-Lagen natürlich darf es da auch mehr sein, wenn es nur um Wertsteigerung geht. Aber ich sage, die meisten von euch wollen ja auch Cashflow machen und Rendite erwirtschaften. Also, Fehler der breiten Masse. Die breite Masse sind Geldwechsler. Die breite Masse sind keine Investoren. Der Frank will wissen, was waren deine größten Fehler? Also was waren meine größten Fehler? Wenn ich es jetzt so im Nachhinein betrachte, wahrscheinlich der, dass ich am Anfang noch viel zu klein gedacht habe, dass ich länger gebraucht habe, auch um groß zu denken, dass ich mir zu spät einen Mentor gesucht habe. Aber ich habe es getan, aber es hätte auch früher sein können, dass ich zu lange versucht habe, in Try und Error in Eigenregie Dinge selbst auf die Reihe zu bringen. Das heißt, ich hätte mir sehr viel wertvolle Lebenszeit, aber auch sehr viel Geld gespart, hätte ich früher mir einen Mentor gesucht. Das war wahrscheinlich mein größter Fehler. Ich stehe noch ganz am Anfang, sagt die Susanne. Und ich bin mir unsicher, wie ich loslegen soll. Und da bin ich jetzt beim aller größten Fehler von vielen Investoren, dass sie den Fehler machen, einfach nicht zu starten. Ja? Und es gibt immer mehrere Möglichkeiten zu starten. In Eigenregie zu starten, Try and Error Methode, man kann sich einen Mentor suchen, beides ist okay, aber einfach zu starten. Und hier wie zum Beispiel der Bernd schreibt hier, ist es nicht schon viel zu spät einzusteigen? Wäre es nicht ein schwerer Fehler, jetzt sozusagen, wo die Preise schon so hoch sind, einzusteigen? Ja, es kommt immer darauf an, wo du einsteigst. Ich sage immer, es ist so wie mit dieser Immobilienuhr weltweit. Ich habe das schon mehrmals gesagt in den Videos. Aber wenn du hier auf deinem Handy schaust und du hast so eine Weltzeituhr, dann siehst du, es ist jetzt je nachdem, auf welchem Teil der Erde du dich befindest, gibt es unterschiedliche Zeiten, die angezeigt werden. Es gibt Zeitverschiebungen sozusagen. Und genauso ist es bei Immobilien. Die Immobilienuhr ist nicht überall gleich lautend. Und du musst dir dann einfach diesen Markt suchen, der halt jetzt noch interessant ist. Das heißt, wenn irgendein Markt schon überhitzt oder überteuert ist oder eine Blasenbildung aus deiner Sicht da ist oder aus der Sicht von Experten, kann sein, dann trotzdem entspannt loslegen. Und eins kann ich auch sagen, in Zeiten, wo die Inflation steigt und steigt wie derzeit, da wird es sicherlich auch noch da oder dort einige Zeit rentabel bleiben, auch in Hochpreismärkten zu kaufen oder zumindest besser sein, als das Geld auf irgendwelchen Bankkonten rumliegen zu haben. Ja, also zusammengefasst, der allergrößte Fehler, den du eigentlich machen kannst bei Immobilien, ist der, nicht in Immobilien zu investieren. Das war's für heute.
Sei auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, wenn du mehr lernen willst, wenn du mehr erfahren willst, wenn du wirklich den Durchbruch bei Immobilien schaffen willst, dann musst du dir eine Sache bewusst machen und eine Sache ganz klar machen. Wenn du irgendeinen Bereich hast, und das zählt auch für Immobilien in deinem Leben, wo du noch nicht dort stehst, wo du stehen willst, gibt es immer nur zwei Gründe. Der erste, du warst es dir selbst noch nicht wert, irgendwas anderes aufzugeben. Ja, also du investierst noch viel zu viel Zeit in Netflix-Folgen schauen, statt dich mit dem Thema Immobilien zu beschäftigen beispielsweise. Oder du nimmst dir einfach die Zeit nicht oder du bist nicht bereit zu investieren, weil es gibt da draußen ja schon jemand, der es geschafft hat. Das heißt, du musst einfach nur bereit sein zu investieren, du musst dich in ein Mentoring buchen beispielsweise und dann lernen von Leuten, die es geschafft haben. Und wenn du es nicht bei mir machst, dann mach es bei jemand anderen, aber mach es einfach und such nicht irgendwelche Ausreden dafür, dass du es noch nicht geschafft hast. Also triff jetzt eine Entscheidung und die Entscheidung sollte lauten, aktiv werden, zum Hörer greifen. Du hast hier unten die Möglichkeit, den Link, wo du dich eintragen kannst und bewerben kannst für ein Beratungsgespräch, kostenloses Beratungsgespräch zum Thema Mentoring. Nutze diese Möglichkeit und dann bin ich vielleicht schon bald dein Mentor. Lass uns das gemeinsam angehen.